Servus miteinander. Warum wird bei der Rückreise einer Tour einem das Herz so schwer? Ist es vielleicht, weil wir noch nicht arbeiten möchten? Oder vielleicht, weil der Kaffee in Italien besser als in Deutschland schmeckt? Vielleicht ist es aber auch das Begreifen, dass man Grenzen überschritten und sich ins Abenteuer gestürzt hat. Dass man frei lebte, die Welt erkundete und dass dies wieder eingetauscht wird gegen einen festen Ablauf in einem bestimmten Lebensmuster, das eintönig erscheint. Aber das muss nicht sein. Du kannst die guten Erfahrungen und Gefühle in deinem normalen Leben integrieren und dich und andere positiv damit berühren. Folge diesem Ruf deines Körpers. Er wird dir sagen, was er braucht, um glücklich zu sein. Und mit dir diese Erfahrungen zu teilen, nehme ich dich mit auf den letzten Teil meiner TET Italien-Reise. Viel Spaß! Nach einem guten Frühstück entscheiden wir uns heute, die Assietta-Kammstraße unter die Reifen zu nehmen. Der Tag beginnt sonnig und doch sehr kalt. Es hat letzte Nacht geschneit, aber das hält uns nicht auf. Wir biegen direkt nach dem Skigebiet auf die Assietta ein und beginnen die matschige und teilweise gefrorene Reise auf dem Berg. Unser erstes Ziel ist das Panorama da Col Basset, ein traumhaft schöner Ort, die Seele einfach ausatmen zu lassen. Der Weg ist sehr grob, steinig und teilweise sehr vereist. Wie hast du das gemacht? Ich wollte hier hochfahren und wollte vom zweiten in den ersten schalten und hatte den Leerlauf drin. Ja. Dann ging halt nichts mehr. Ja gut, aber das ist halt, du hättest dann früher hochfahren müssen. Mit dem ersten Gang wäre es kein Problem gewesen. Aber es war halt Leerlauf. Halt und das? Nee, da lag ich schon. Ja, läuft doch gut. Willkommen auf dem Col de Basset. Habe ich euch zu viel versprochen? Es ist einfach geil hier. Wir fahren nun auf den nördlichen Kamm, welcher wirklich schwieriger wird. Viel Schnee und Eisdecken mit gefrorenen Fahrrinnen sind keine einfache Aufgabe. Du hast gedacht, das ist weich, oder? Aber es ist steinhart. Ja, keine Ahnung, ich hab's halt irgendwie. Aber bei dir ist. Stopp mal. Alles gut? Ja, alles super. Macht voll Spaß, die Kurzen tut auch gar nicht weh. Ja, tut dir irgendwas weh? Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, warum willst du weiterfahren? Mach mal langsam. Ja, ich will hier nicht in der Matsche stehen bleiben. Okay, wie sau. Ja, ich weiß, es ist gefroren. Marian, du kommst da so nicht raus. Du fällst gleich wieder hin, weil du fährst halt quer, du kommst über diese Mulde nicht drüber, die ist gefroren. Du musst mit dem Reifen hier rüber. Da rüber lenken. Überlenken. Weiter, komm, durchdrehen lassen. Genau, weiter, komm, Gas geben. Fuß drauf. Okay. Wir
Wir kämpfen uns am Berg entlang, bis wir zu zwei Holzkreuzen kommen, an denen wir eine Verschnaufspause einlegen. Marion hat durch den Unfall Schmerzen im Hals- und Seitenbereich und deswegen ist eine Pause gerade recht. Wir treffen sogar einen Suzuki DR-Fahrer, der nächstes Jahr eine Weltreise unternehmen möchte. Für die Herrschaft, grüß Gott, grüß Gott. Schön, Sie mal wiederzusehen, ne? Wir sind langsam hungrig. Die Kälte und die Strapazen machen sich bemerkbar. Kurz vor dem Col de Finestre, den wir hinunterfahren wollen, kehren wir an einer Hütte am Wegesrand ein und laben uns an Käse, Wurst, selber gemachtem Brot und Wein. Nach dieser leckeren Stärkung geht es am Col de Finestre wieder ins Susertal zurück, in unseren Campingplatz. Durch den gestrigen Unfall von Marion wollten wir heute etwas nicht Anstrengendes, aber doch Schönes unternehmen. Der Stausee des Monte Cenis ist einer der schönsten Gegenden zwischen Italien und Frankreich, die ich bis dato kenne. Wir fahren an dem Fort des Exils vorbei und biegen beim Ort Susa zur französischen Grenze ab. Das kristallblaue Wasser und die Natur an diesem Fleck ist einfach umwerfend. Ich liebe es jedes Mal, diese Eindrücke einfach in mich aufnehmen zu dürfen. Kurz vor dem Stausee biegen wir nach unten ab, um über den Staudamm hinüber zum Fort zu fahren. Ich kann euch nicht erklären, was das für ein Freiheitsgefühl ist, so alleine in dieser wundervollen Natur zu sein. We'll be right back.
Fortauffahrt war so verschneit, dass ich für uns entscheide, einen kleinen Hidden Place anzusteuern, der hier in der Nähe ist. Sogar ein paar 4x4 Offroadler kennen, die uns hinterherfuhren. Nach einem Kaffee und guten Gesprächen verabschiedeten wir uns und fuhren wieder zurück auf die Hauptstraße. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die Sonne geht langsam unter und der Wind, der schon sehr kalt war über den Tag, wurde jetzt richtig eisig. Somit beschlossen wir, zurück zu unserem Campingplatz zu fahren. So kommen wir kurz darauf wieder am Campingplatz an. Es laden gerade zwei CRF-Fahrer ihre Motorräder fast neben unserem Platz ab. Helmut, einer der CRF-Fahrer, kommt von der 450er Honda auf mich zu. Ich hatte mit ihm am Morgen schon über meine Vorhaben und meine Reisen geredet gehabt. Er möchte mich unterstützen und gibt mir für weitere Reisen 50 Euro in die Hand. Danke, Helmut. Wir verabredeten uns am Abend zum Grillen und der halbe Campingplatz grillte mit uns mit. Ich wache auf. Oh, gestern lief einiges Bier über meine Lippen. Boah. Der Kopf ein bisschen schwer und draußen höre ich schon die ersten Motoren starten. Oh, scheinbar ist mal wieder ist ein bisschen später geworden. Wir machen erstmal ein Morgenritual. Ab in die Dusche und Zähne putzen. Rolf versorgt uns wieder mit Kaffee und Tee. Dieser wird heute natürlich lässig beim Rolf seinem VW verspeist. Helmut und Franz gesellen sich auch zu uns an den Tisch. Sie bekommen natürlich von Rolf auch gleich einen Kaffee angeboten. So sitzen wir zusammen und frühstücken und palabern, wo sollen wir denn heute hinfahren? Rolf möchte gerne heute hinter uns herfahren und sein Wunsch wäre der Sommelier. Es geht an der Straubstraße entlang, bis wir an einem riesigen Kreisverkehr nach unten abbiegen. Die Straße verläuft am Berg entlang, bis der Teer abreißt und eine festgefahrene Erdmasse der fahrbare Untergrund wird.
Am Roche-Molles-Fluss bleiben wir kurz stehen. Mari ist noch ein bisschen fertig von gestern Abend, aber hört selber. Schildi ganz kaputt. Warum ist Schildi kaputt? Er kann den Kopf nicht richtig drehen. Die Arme tun weh. Arme Schildi. Ich halte noch kurz bei der Motorradgruppe an, um herauszufinden, wie die Gegebenheiten zum Berg sind. Die Gruppe meinte aber, es wäre sehr schwer zu fahren wegen dem Schnee. Ja, wie weit kommt man? Wie weit kommt man? Kommt nicht so schnell aus China. Kommst du nicht? Ja. Wir haben vorher Hunde, total flammig. Ziemlich gut nicht zu fahren. Schade. Weiter hoch? Weiter, weiß nicht. Da oben hoch, war schon die Luft, da hat es nicht gereicht. Also, auf dem Parkplatz genießen wir erstmal unseren Mittag bei einem grandiosen Ausblick mit einigen Wasserfällen. Während ich die Wasserfallaufnahmen mit der Drohne mache, sehe ich, dass eine Hard-Enduro-Gruppe die Serpentinen hochknallt. Ja, da müssen wir doch gleich umschwenken. Das ist natürlich auch sehenswert. Ich überlege auch, die Strecke zu fahren. Irgendwie traue ich mich aber nicht, da die Leute, die mich gefragt hatte, eher davon abrateten, mit meiner Maschine dort hochzufahren. Rolf überlegt kurz und meinte, ach komm, wir fahren mit dem T5-Bus darauf, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Du stehst da. Also das ist in der Luft. So circa so viel in der Luft. Und es wird immer mehr.
Oh, alter Scheiße, Mann. Jetzt Kontakt, jetzt Kontakt. Nach 4 Serpentinenkurven ist jedoch der Wendekreis für den T5 zu eng. Und es gibt auch keine Bereiche mehr zum Rangieren. Deswegen drehen wir um. Jedoch habe ich jetzt so viel Vertrauen, dass ich mir sage, okay, weißt du was, ich versuche das jetzt auch nochmal selbst mit der Tenere. Gewappnet mit den Informationen, was da oben los ist, versuchte ich es jetzt auch mit meiner Maschine alleine. Die Strecke fing sehr matschig und eisig an und verbesserte sich nach den ersten Kehren. Die Hard-Enduristen meinten jedoch, dass ich nicht weit kommen würde wegen dem Schnee. Na, das schauen wir mal, wie weit ich komme. Die Schneefelder werden immer größer und auch die Spurrinnen sind teilweise schon zugefroren. Die Umgebung verändert sich und ich habe das Gefühl, in einer Mondlandschaft zu sein. Oben an einem dichten Schneefeld steht ein Schweizer Pärchen. Wir quatschen ein wenig und ich drehe wieder um. Schöne Grüße an die Schweiz! Okay. Und schon für diese Kurve. Wirklich stolz fahre ich wieder zu Mario und Rolf und wir treten gemeinsam die verdiente Nachhausefahrt an. Und kannst jetzt ruhig schlafen. Geil. Mega geil. Mensch, war das ein Tag. So viele Eindrücke, so viel erlebt. Boah, ich bin so super glücklich, aber auch ganz schön fertig. Ich freue mich jetzt erstmal auf eine gute Pizza und ein Bier im Camp Gran Bosco. Also, man sieht sich morgen. Ciao.
Ach Mensch, heute ist schon der letzte Tag vor der Abfahrt nach Hause. Marion geht es heute schon besser und so entscheiden wir uns, heute zum Lago di Nero zu fahren. Wir wählen den Einstieg auf der italienischen Seite, der uns über einen harten Schotterweg auf den Berg führt. Der Weg besteht aus fußgroßen groben Steinen, die im Erdreich eingelassen sind. Das schüttelt einen schon ganz schön durch, ne? Nein, erster Gang, aber mal dreh sie aus! Dreh sie aus! Lose Schotter da in der Ecke, den würde ich meiden. Ich würde da über den Hügel drüber fahren, aber da brauchst du halt Energie. Gleich ganz links. Genau, das meine ich eben. Wir kommen nun zu einem technischen Part der Straße. Es geht den Berg steiler hinauf und ein Rinnsal hat die großen Steine mehr ausgespült. Marion schafft zwar den ersten Teil, jedoch fährt sie im zweiten Stück sich ein wenig fest. So gehe ich ihr entgegen und helfe ihr. Krass ausgewaschen hier. Und dieser Fluss, dieser kleine Bächlein hier, macht es auch nicht einfacher. Stufen so um die guten 15, 20 cm. Hallo! Oh, Scheiße! Na, wie geht's dir so? Geht's da weiter? Ja, aber es ist alles easy danach. Nach der Kurve ist es easy. Kannst du mir hochfahren? Ich bin blöd in so eine Art Sackgasse gefahren. Wie Sackgasse? Ich traue mich da nicht weg. Ja. Und jetzt darf er die Peter wieder fahren. Weißt du, gestern die ganze Zeit, nein, du darfst nicht fahren. Nein, wieso darf ich dein Motorrad nehmen? Nein. Aber nein. Jetzt darf er wieder fahren. Der Herr Frank. Aufstehen. Sehr gut. Darüber. Und weiter. Genau, nicht stehen bleiben.
Und jetzt darüber und Gas. Richtig Gas. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Geht doch. Wir arbeiten uns so langsam den Berg hinauf, bis auf einmal irgendwas Lustiges passiert. Marion macht eine Pause. Ich hab's gesehen, aber ich dachte mir schon, ja gut, dann fährst du sie hoch, aber da kam sie schon. Und dann haben wir so, was machen wir jetzt? Jetzt fährt sie auf den Berg. Und dann war er was. Und hupsch, und weg war's. Du wolltest dich ausruhen. Nach der lustigen Einlage haben wir eine kleine Pause eingelegt und genießen den wunderschönen Blick auf den Lago Nero. Nun geht es an der Versorgungsstraße des Skihanges wieder ins Tal, bis wir wieder am Campingplatz angekommen sind. Servus miteinander. Ja, das war der letzte Teil der TET Italien-Tour. Wir sind danach nach Hause gefahren, das habe ich euch jetzt nämlich mitgenommen. Aber ja, im Endeffekt war das dann das Ende. Nach 2-3 Tagen sind wir dann durch die Schweiz durchgefahren, nach München. Und ja, es sind jetzt 2 Jahre vergangen in der Zeit jetzt. Und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber es ist viel passiert. Und aber ich war auch schon an sehr viel weiteren Orten. Ich war in der TET Ungarn, ich war in der TET Rumänien, wenn man auf Instagram das mitgekriegt hat. Dann, ja, ich war dreimal in Bosnien bei Enduro Spirit. Auch da kommen Videos. Also ihr merkt, es gibt ganz viel Material. Es sind jetzt derzeit knapp um die 3 Terabyte an Daten, die ich jetzt noch aufarbeiten bin. Aber da werde ich versuchen, dass es nicht 2 Jahre dauert, sondern dass wir das auch bald, dass ihr das bald auch miterleben dürft. Ja, es gibt Merch. Auf der Webseite findet ihr Merch, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja,
danke für alles. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid, dass ihr mich mit begleitet. Und diese positiven Vibes bringen immer wieder die Möglichkeit, dass neue Videos kommen. Ja, dann haut ein Abo raus, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Und kommt auf Instagram, schreibt mir oder fahrt mit mir mit. Und ja, passt auf euch auf. Bis bald. Euer Frankie.